Und die Auftrittsmusik von diese Auftrittsmusik, Franz Schumann. Ja, leider Franz Schumanns Auftrittsmusik. Heißt leider Franz Schumanns Auftrittsmusik. Er ist immer noch CWR-Weltmeister im Mittelgewicht, das muss ich hier erwähnen. Der letzte Kampf im Februar war auch nicht schlecht, aber ich kann ihn immer noch nicht ganz verstehen. Sie können ihn immer noch nicht ganz verstehen. Ich kann es sogar sehr gut verstehen. Der Kampf im Februar hat sich ja angekündigt und jetzt auch wieder sein Gegner, den wir gleich zum Ring kommen werden, ist derselbe. Und es gibt, noch eine, und es gibt da noch eine Rechnung, Steve, eine unbezahlte Rechnung, die ein Herr... Ein Franz Schumann hinterlassen hat. Nein, die hat nicht einen Franz Schumann hinterlassen, sondern einen Robbie Brooks hinterlassen. Ein Franz Schumann ist der Gerichtsvollzieher, der jetzt mal Robbie Brooks an die Tür klopft und die Kuckucks verteilt. Ach, Sie wissen nicht, was Sie erzählen. Auf jeden Fall ist dieser Kampf kein normales Match, das sollten wir hier erwähnen, sondern ein Falls Count Everywhere Match. Ganz genau. Das heißt, der Pin kann überall auf dieser Welt erfolgen, nicht nur in dem Ring, denn nachdem letztes Mal der Kampf doch schon ziemlich kurios war, wollte Wildcat seine Revanche und die wird er hier mit diesem Kampf er wird sie bekommen. Bereuen, dass er sie wollte. Er wird sie bereuen, dass er sie wollte. Er wird ein Chaos erleben, er wird einen Krampf erleben, er wird einen Reinfall von Schaffhausen erleben. Wie gesagt, Franz Schumann wird ihm mindestens 3 Kuckucks auf die Stirn kleben, mitten drauf. Hier kommt auf jeden Fall Wildcat Brookside und es ist ein Phänomen. Die Fans lieben ihn doppelt so viel wie einen Waldmeister im Mittelgewicht, Franzl Blumann. Ja, ich äußere mich dazu nicht. Sie warten jetzt wahrscheinlich eine Reaktion von mir. Da sieht man doch mal wunderschön dieses zerschossene Schild. Naja, dazu äußere ich mich nicht mehr. Wie gesagt, vorhin gab es vielleicht keinen Krieg, aber diese beiden Männer, Wildcat Brookside, den ich natürlich hier hervorheben möchte, und Franz Schumann stehen in einem Krieg. Und ich sage Ihnen, der eigentliche Weltmeister im Mittelgewicht müsste Wildcat Brookside haben. Nur Franz Schumann traut sich nicht, den Titel gegen ihn aufs Spiel zu setzen. Er muss ihn auch gar nicht gegen einen Wildcat Brookside aufs Spiel setzen, weil ein Wildcat Brookside sich einfach noch nicht die Sporen verdient hat, um eine Weltmeisterschaft im Mittelgewicht Wildcat antreten Brookside zu dürfen. Ist einer der besten Mittelgewichter Europas. Und diese CWA-Weltmeisterschaft wird in Europa ausgespielt. Und komischerweise kommen zu den CWA-Turnieren, bei denen Franz Schumann kämpft, irgendwelche unbekannten Amerikaner, die vorher niemand kennt, um gegen den Titel zu kämpfen. Unbekannte Amerikaner. Und kein Wildcat Brookside. Steve the Otaku. Steve the Otaku, unbekannte Amerikaner. Ja. Unbekannte Amerikaner. Soweit ich mich erinnere, waren einer der letzten Kämpfe, die großen Kämpfe, die Franz Schumann sich geliefert hat, gegen den ehemaligen Tag-Team-Partner, der sehr wohl kein unbekannter Amerikaner ist, von Wildcat Brookside. Auf jeden Fall geht es hier heiß her. Ja, da würde ich jetzt auch sehr schnell weiterkommen, Steve Otaku. Mitten in die Zuschauerränge und es geht wirklich Wahnsinn. Doch, die hier. Ein unbekannter Amerikaner. Doch, ich die ist nicht kein glauben. Unbekannter ja, Amerikaner. Sie sagt es aber normalerweise. Und hier fliegen hundertprozentig die Fetzen. Diese beiden hassen sich. Sie hassen sich einfach. Und es geht heiß her zwischen diesen beiden, Franz Schumann und Wildcat Brookside. Und schon nach einer Minute stehen sie nicht mehr im Ring. Und das Publikum steht Kopf. Ja, das Publikum steht vor allen Dingen erstmal von den Sitzen auf, Steve. Weil es ist einfach gesünder. Und ja. Sie sehen es, ein Franz Schumann hat Angst, sonst hätte er ihn eben gerade attackiert, den Wildcat Brookside. Er versucht etwas Sinnvolles, Logisches daraus zu machen und nicht irgendwie einfach nur auf den Gegner loszustürmen, wie als Steve Otaku das machen würde. Hier sieht man, Franz Schumann musste erstmal an die Wand von der Halle und weiter geht es Richtung Fenster und richtig so, schmeiß ihn raus, dieses CWA-Weltmeister. Das ist doch unglaublich. Robbie schafft das. Da geht es, 3-4 Meter in die Tiefe. Das ist doch unglaublich. Man kann doch, da muss doch einer zwischen gedient. Ihr Gab muss da ein bisschen härter durchgreifen. Das ist, was er tut, das ist doch nicht. Das kann nicht normal sein. Sie haben Glück und vor allem ein Franz Schumann hat Glück, dass er zu fett ist, dass er nicht durch dieses Fenster passt. Und hier eben das erste Cover schon. Und Franz Schumann hat leider dran gedacht. Ja, und jetzt hier ein Reversal und gleich hinterher angesetzt. Es ist ein Fackel gewesen. Sie bringen mich hier total das auseinander. War super, jetzt Steve. Hier. Sie bringen einen total aus dem Konzept. Machen Sie doch weiter, wenn Sie es besser können. Ja gut, jetzt hier Robbie Brookside am Boden, im Bedrängnis Franz Schumann angesetzt, einen
was weiß ich auch immer. Und was weiß ich auch immer. Ja, es sie ist können es Irritationsmäßig, so, und Sako, irgendwie klingelte für einen Moment hier schon wieder das Telefon. Es scheint normal zu sein, dass wenn wir irgendwas machen, dass uns irgendwelche Leute anrufen. Naja, wie auch immer, hier geht es weiter mit dem Kampf Walter Burgzeit gegen Franz Schumann. Unterzeit sieht es nicht gut aus für ihren so gelobten Franzl. Und es geht in die nächste Ecke von der Halle. Und hier hat Franz Schumann etwas Glück gehabt. Er ist auf einem gepolsterten Sache. Ja, auf einem gepolsterten, nachdem er diesen Stiel dort mitten vor den Körper gekriegt hat. Und den Franz Burgzeit schlägt auf den Rücken. Ist noch unglaublich. Das Ganze heißt Falls Count Everywhere Match, Herr Burgzeit. Das heißt nicht, dass sie zuschlagen können mit was sie wollen, wann sie wollen und auf wen sie wollen. Also wenn er könnte einschlagen, auf wen er wollte, hätte er mit Sicherheit auch mal sie getroffen. Aber hier, natürlich kann man auch überall in der Halle und überall auf dieser Welt aufgeben in einem Aufgabegriff. Und Walter Burgzeit hat eben diese Variante verfolgt. Und da muss der Walter Burgzeit mit dem Kopf auf einen Tisch drauf. Und jetzt noch ziemlich angeschlagen, schnappt nach Luft wie ein Maschelkarpf. Möchte mal diesen Vergleich. Wie ein Silvesterkampf. Jetzt geht es raus aus der regulären Halle. Die Kamera ist ganz schön am Wackeln. Ganz nach draußen, so wie es aussieht. Das war die Vorhalle und hier sind wir jetzt auf dem Vorgelände. Das Vorgelände, das ist der Anhänger für den Ring. Da muss Robbie Brooks halt auf den Anhänger für den Ring. Das ist wirklich ein wahres False Count Anywhere. Das ist doch nicht wahr. Es ist Wahnsinn. Ja. Man hört Monsieur Dichigab, der versucht, die beiden wieder zurück in die Halle zu kriegen. Es ist ein Chaos. Die Fans laufen hinterher. Und hier stürmt jetzt Wildcat Burgzeit zurück, schnappt sich den Pfeil. Franz Schumann erwartet ihn mit dem Papierkorb. Franz Schumann zieht den Papierkorb dem guten Herrn Burgzeit mit denn ins Gesicht. Also ich muss sagen, es ist schon wirklich, es ist alles, es ist ein False Count Anywhere Match und gleichzeitig eine Art Streetfight. Ja, es artet jetzt in einem Streetfight aus, die. Aber mir gefällt natürlich so eine Sache, nur dass gerade Schumann derjenige ist, aber mit einem Papierkorb kann er sie nicht machen. Ja, gut. Jetzt hier ist Robbie Brooks halt wieder zurück in der Halle und auf dem Weg zum Ring. Und der Schumann erwartet ihn ja schon, soweit ich das gesehen habe. Schumann ist doch ein Feigling, er ist vor ihm weggelaufen, anstatt draußen sich ihm wieder zu stellen. Ich weiß nicht, warum ein totaler dieser Mensch Blödsinn zurück in Was den Ring. Was erzählen Sie da eigentlich für einen absoluten Blödsinn? Dann sagen Sie mir, warum ein Schumann anstatt... Damit der Kampf wieder in geregelte Bahnen verläuft. Damit das Publikum wieder seine Plätze einnehmen kann. Denn Franz Schumann ist ein Mann, der mitdenkt. Ein Franz Schumann geht nicht kopflos, ist irgendein Gegner los. Und er weiß ganz genau, das ist vielleicht ein Vorausgehörer-Mensch. Aber ich will den Kampf im Ring. Ich suche die Konfrontation. Ich bin ein Ringer, ich bin ein Catcher, ich bin ein Wrestler. Ich kämpfe im Ring und nicht irgendwo außerhalb. Ich biete dem Publikum, was ich denke, mit. Na. Was auf jeden Fall bietet, ist jetzt erstmal Haare ziehen und das ist wirklich nicht Weltmeister-like. Haare das ziehen? Muss ich sagen. Ja, er hat ihn eben an den Haaren gezogen. Ich habe nichts gesehen. Sie sind ja auch blind, sie sehen nie etwas. Hier hat er schon wieder, er ist wahrscheinlich neidisch habe, auf die ich Haare. Habe ihre Brille auf. Ich habe ihre Brille auf und mit der sieht man dummerweise sowas nicht. Ja, dann nehmen Sie Ihre Sonnenbrille ab, das ist nicht meine. Wie auch immer, sie versuchen immer irgendwelche Leute zu imitieren. Hier, schafft es Schumann leider doch, die Arme zu greifen und jetzt einen kombinierten Arm- und Beinhebel angesetzt, der natürlich sehr schmerzhaft ist, aber wie man Wildcat Burgzeit kennt, wird dieser Mensch nicht aufgeben. Ja, das weiß ich nicht so genau, Steve. Momentan ziemlich schmerzverzerrtes Gesicht. Er macht mir auch einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck. Oh, ein hoch eingesprungener Elbow auf den Rücken von Herrn Brookside. Und der ist jetzt wirklich angeschlagen. Er ist angeschlagen. Es sieht einigermaßen aus, aber es ist nicht so hart, wie man vielleicht glauben mag. Franz Schumann setzt nämlich auch nicht nach. Das bedeutet, dass auch er ziemlich angeschlagen ist. Ansonsten hätte er schon längst irgendwelche Aktionen angesetzt. Ja, Steve, vielleicht lässt er sich einfach auch nur Zeit. Wie ich gesagt habe schon vorher, ein Franz Schumann ist jemand, der mit Köpfchen arbeitet. Und da muss er zwischen dem Ring raus und landet auf dem Ringsprechertisch. Das tut und weh. Und nicht nur auf dem Ringsprechertisch. Sie haben es vielleicht nicht unbedingt gesehen. Auch der Ringsprecher Olaf Heiden hat etwas abbekommen. Was wird das? Das kennen wir. Das ist schon wieder der Ansatz zum Facelam. Und der Facelam geht diesmal wieder auf den Ringsprechertisch. Und diesmal geht der Ringsprechertisch. Der Ringsprechertisch ist im Arsch. Das ist doch nicht wahr. Aber Wildcat Burgzeit. Nochmal hören, Steve. Jetzt das den Tisch da angeschlampt, das ist definitiv. Und
schade, muss ich sagen. Richtig schade. Beinahe wäre es das gewesen. Denn, wie gesagt, ein Falls Count Anywhere Match. Und draußen geht es weiter. Schumann endlich am Boden, so wie ich es gerne sehe. Brookside dominieren. Das nächste Cover 1, 2 und wieder kommt leider dieser CWA-Weltmeister raus. Ja, Francis Schumann, seine Routine macht sich hier wirklich bezahlt. Also bezahlt, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Ich sehe Schumann am Boden, so wie ich zum Glück bis jetzt alle Leute, die Sie mochten, gerne viel am Boden gesehen habe. Ja, und trotzdem haben Sie gewonnen. Tritt auf seinem Gegner ein, das nächste Cover im Ring, wieder kein Erfolg. Also ich muss sagen, diese Aktion eben mit dem Tisch hat mich doch etwas mitgenommen. Der Tisch hat alle Viere von sich gestreckt und das war buchstäblich. Das ist, man könnte jetzt hier Werbung machen an der Stelle und könnte sagen, schlechter Tischler arbeiten, aber man muss aber auch bedenken, welches Gewicht auf diesem Tisch lastet, was da drauf prallt und jetzt hier Camel Clutch oder was war das? Ja, eine Variante auf jeden Fall des Camel Clutch angesetzt, den Kopf nochmal gestreckt. Natürlich ein sehr guter kombinierter Aufgabegriff, wie ich es vorhin gesagt habe. Auch eine Aufgabe ist hier möglich. Und ich könnte sogar sein, nach dieser Aktion mit dem Tisch, dass hier ein Franzl Schumann aufgeben muss. Ja, aber seinerseits ein Konter, kurz aus dem Gefecht gesetzt gewesen. Ich war erstaunt jetzt eben über diesen schnellen Konter von Herrn Schumann und hat seinerseits jetzt einen Armbar angesetzt am Boden. Einen sehr guten Armbar, muss ich sagen. Der Winkel sieht sehr gefährlich aus. Ich meine, ich kann natürlich nicht bestreiten, dass Franzl Schumann ein sehr guter Catcher ist. Sonst wäre er dieser Weltmeister nicht gewesen. Aber wie gesagt, würde er Wildcat Brookside als Gegner kriegen in einem Titelkampf, wäre er es nicht. Ja, wäre, wenn das Wörtchen wendig wäre oder wäre ist, ne? Ja, Steve, hier jetzt eine Kombination, ein witziger Haltegriff. Beide Arme eingeklemmt. Also wenn Sie das witzig finden, kann ich ja Herrn Schumann oder Brookside mal fragen, das mit Ihnen zu machen. Es ist nämlich sicherlich nicht witzig, in so einem Griff zu stecken. Denn wenn Wildcat Brookside da schon große Schmerzen hat, würden Sie so einen Griff von sehr großen Ideenreichtum, dieser Griff. Und jetzt hier ein Bodyslam. Auch gut ausgeführt. Franzl Schumann erklimmt das oberste Seil. Was wird das? Oh, Wahnsinn. Ein Elbow hat nicht ganz gesessen, aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Er hat getroffen. Und Brookside sieht man leider angeschlagen. Wieder der Facelock so, angesetzt. Ist jedes zweite Wort leider, Steve. Bei Ihnen ist immer alles leider. Seien Sie doch froh, das ist ein Kampf, der muss Ihnen gefallen. Der ist hart, der ist überredend geführt von Herrn Schumann. Und von daher müsste Ihnen der Kampf gefallen. Der Kampf selber ist natürlich auch hart und sehr, sehr gut. Und vor allem, wenn Brookside am Drücker ist, ist der Kampf super gut. Das muss ich sagen. Und er hat sich jetzt etwas erholt, hängt seinen Gegner in die Ringecke und so, wie man es von ihm kennt, wird wahrscheinlich jetzt sein Baseball-Zeit kommen. Und Anlauf, wahnsinnig gut getroffen. Schumann muss sich das dritte oder das vierte Mal eine neue Nase kaufen, wie schon beim letzten Mal. Es ist einfach wieder Hardcore, das muss ich sagen. Ja, es ist in der Tat wieder sehr hart, es geht wieder sehr hart zur Sache zwischen diesen beiden Wrestlern. Und jetzt hier ein Elbow. Wieder ein Coverversuch. Wieder leider, muss ich sagen. Ja, wieder das Wort. Nur ein Two-Count. Denn Sie müssen zugeben, die Klasse von Wildcat Brookside ist eigentlich schon gut genug, um einen Franzl Schumann zu pinnen und ihm den Sieg ohne weiteres zu gönnen. Ein Wildcat Brookside mag gut genug zu sein, um ihm den Sieg streitig machen zu können. Aber ein Franzl Schumann hat genügend Erfahrung. Im Laufe der Jahre hat er viele harte Gegner gehabt. Und die haben ihn geschult, die haben ihn geschärft, sein Auge, sein Schärfer. Er weiß genau, wann er ankicken muss, auskicken muss. Whipping, ein Shoulderblock, noch ein Whipping und er dumme. Was gibt's doch nicht? Wer hätte da eingegriffen? Es hat Wer ist das? Der Grizzly! Es ist doch nicht wahr! Kriegt hier noch Fett die Auszeichnung von einem Fanclub und greift dann zugunsten von Wildcat Brookside ein, das kann doch nicht wahr sein. Die beiden waren ja auch schon Tag Team Champions, CWA Tag Team Champions zusammen. Und ein wunderschöner Plancher. Also ich muss sagen, da bleibt mir die Luft weg. Franzl Schumann taucht unter der Clothesline weg von seinem Gegner Wildcat Brookside und springt einen perfekten Plancher auf Cannonball Grizzly, auch wenn ich diesen Menschen nicht mag. Eine super Aktion. Und hier, verfehlt leider Wildcat Brookside seinen Big Splash. Ja, mit zwei Leuten. Franzl Schumann.
Mit zwei Leuten gehen sie auf Franziska Schumann los. Das ist doch unglaublich, jetzt hier ein Stuhl in den Rücken von Franziska Schumann. Zwei Leute, da weiß gar nicht mehr, wo in der Kopf steht. Und das Cover 1. Das ist doch unglaublich, da darf man nicht angesehen. Das ist der Sieger. Das ist absoluter Betrug, das ist absoluter Betrug. Und wenn das jetzt ein Titelkampf gewesen wäre, wie ich es gesagt habe, hätten wir einen neuen CWA-Weltmeister. Franziska Schumann am Boden. Der Sieger, Wildcat Buchsheit. Wildcat gewonnen. Irgendwelche Fans rum. Das war Martin Rudolf, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwer war das. Fair gewonnen, sage ich nur dazu. Ein ganz klarer Sweetcount. Sieger Wildcat Buchsheit. Unglaublich, Steve. Das ist. Also, ich kann diese. Das hätte eine Disqualifikation geben müssen. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das war wirklich Beschiss. Das war Betrug. Es war nicht Betrug. Es war Betrug. Wildcat Buchsheit, sie haben es gesehen und jeder andere hat es auch gesehen, hat seinen Gegner gepinnt und er hat jetzt sogar noch etwas zu sagen. Wir hören uns das mal. Buchsheit hat eben gerade gesagt, dass da unten am Boden der Weltmeister liegt und dass es ihm gezeigt hat, genau die Worte, die auch ich benutzt habe. Und jetzt gibt es nochmal die Worte, die Sie benutzt haben, Steve. Für Franziska Schumann, der wirklich am Ende ist. Und das müssen Sie zugeben. Es war ein Pin und Franziska Schumann liegt immer Pin, noch der am nur Boden. Möglich gemacht worden ist durch das Eingreifen des Cannonball Grizzly. Dann sollte ein Franziska Schumann vielleicht sich beschweren. Vielleicht rennt er ja zu seiner Mama oder irgendetwas. Da tut er auch was sagen. Hat jetzt er schon das Mikro in der Hand. Steve, halten Sie doch einfach den Sabel. Nicht wahr. Nein, ich halte nicht den Sabel. Aus, will jetzt gegen Grizzly und Buchsheit ankämpfen. Ja, ist doch sein vielleicht gutes Recht. Vielleicht sogar ein Handicap-Match. Es ist dann sein gutes Recht. Minuten. Ich bin überzeugt, auch wenn er drauf gefasst ist, wird es die beide zumindest richtig einen einschenken. Sollte er sich doch irgendeinen Teampartner suchen und damit auf die beiden losgehen, aber so etwas Überhebliches. Ich bin CWA-Weltmeister im Mittelgewicht und fordere beide heraus. Man hat es gesehen, dass er es noch nicht mal gegen einen geschafft hat und dass Buchsheit ihm schon eine Niederlage zugefügt hat.